Ahoi, liebe Campingfreunde, Zielgruppe oder sonstiges Gedöns beim neuen Video auf unserem Kanal. Freizeitcamper. Natürlich seid ihr kein Gedöns, aber ich hoffe, wir werden euch einen schönen Reisevlog zeigen. Ihr habt schon gelesen, wo es hingeht. Wir wissen grob, es soll nach Rostock gehen. Genau. Und wieso, weshalb, warum wir das alles machen und warum wir schon wieder gleich jetzt in einem Stau stehen, das weiß nur Gott allein. Wir werden euch aber auf jeden Fall hoffentlich schöne Ecken einfach zeigen. Und wann jetzt los? Nach dem Intro. Wie ihr seht auf unserer Kamera, Stau. Wir sind auf der Autobahn rausgefahren und das Erste, was wir haben, Stau. Tja, was soll man sagen? Es ist halt Ostern, ne? Ja. Also, jeder will weg. Ja, aber doch nicht in unsere Richtung. Fahrt doch in die andere Richtung. Die andere Richtung ist auch Stau, habe ich vorhin, als ich das Auto abgeholt habe, gesehen. Ja, das ist aber jetzt nicht mein Problem. Ja, da wollen wir ja nicht hin, ich weiß. Hey, wir wollen in die Richtung. Wir fahren nämlich diesmal Richtung Osten, fahren eine ganz andere Strecke. Normalerweise ist das ja so Tradition über Uelzen und dann Wismar die Ecke nach Rostock, weil wir aber nicht das ganze Osterwochenende Zeit haben, sondern nur bis Ostersonntag. Genau. Ja. Fahren wir mal eine andere Strecke. Wichtig ist, 12 Uhr müssen wir in Dierkopf sein, in Rostock, bei der Eiswerkstatt, um wieder ein bisschen Schnabulierungszeug zu besorgen. Genau, du willst wieder Eis haben und ich freue mich auch, ist auch lecker. Genau. Mal sehen, welche verschiedenen Sorten es gibt. Da lassen wir uns mal überraschen, aber das ist ja noch so lange hin, wir haben ja gerade mal grünen Donnerstag, wobei das ist Rotdonnerstag, das ist alles auf Rot. Ja, alle Bremslichter an. Ja. Ankunftszeit 1946, das ist ein Stellplatz an der alten Elbe zwischen Magdeburg und Burg. Mal gucken, ob das was wird. Hat sich ganz interessant gelesen und ist für uns auch mal was komplett Neues. Jo. Und wenn das ganz schön ist, dann können wir euch auch was zeigen. Aber jetzt würde ich sagen, wir hören den Radio Hamburg Hit Marathon, die 833 Songs von letztes Jahr, weil noch ist nicht Ostern, dann hören wir es neu. Osterhit-Marathon. Der hast du vergessen zu sagen. Genau, der Osterhit-Marathon. Das gucken wir, das hören wir uns jetzt an und wir melden uns dann, wenn wir angekommen sind. Oder? Oder wenn es was Spannendes zwischendurch gibt. Oh, er lernt es. Applaus, Applaus, Applaus für Klaus. Angekommen! Willkommen in Bertingen, mitten im Wald.
Ja, schön ist auf jeden Fall hier. Im Sommer bestimmt schön mückenlastig. Davon ist jetzt schon auszugehen, dass jetzt schon Mücken sind, aber wir hoffen mal nicht, dass wir jetzt hier irgendeine reinkriegen. Ja, und wir sind angekommen hier kurz nach 20 Uhr. Man kriegt hier so eine Karte, also theoretisch am Automaten. Man kann hier wohl reservieren. Ja, genau, dann kann man sagen, man hat reserviert. Genau, dann steht das alles schon fest, dann muss die ganzen Daten nicht eingeben. Aber du kannst auch ohne Reservierung hier ankommen. Hier sind nämlich einige noch angekommen jetzt gerade. Und ja, dann sieht das ganz positiv hier aus, muss ich echt sagen. 15 Euro die Nacht. Ja, das müssen wir euch morgen mal beim Tageslicht zeigen, wie das hier alles aussieht. Genau, dann machen wir mal so eine schnelle Runde über den Platz, was da so zu, was man so sehen kann. Genau. Bis morgen 12 Uhr müssen wir weg sein. Genau, das wollen wir aber auch, weil wir wollen eigentlich nur eine Übernachtung hier mal machen. Und es ist mal was ganz anderes. Internet ist jetzt nicht so pralle. Wir stehen auch direkt unter Bäumen. Ja, für YouTuber, naja, ist ein bisschen blöde. Ja, aber da schauen wir mal, ob wir, ob es für eine Serie einfach ausreicht oder ob wir Pech haben und einen Film zur Not gucken müssten. Das werden wir dann sehen, genau. So, jetzt gibt es hier was zu essen. Da stehen die Würstchen, wie immer. Es ist Würstchenzeit und ich würde sagen, wir melden uns dann morgen früh, wenn wir auf unserer Ostertour im Osten, also lass das R weg und dann macht was oder ein R hinten dran. Ostern, Osten, nee, R und N müsst ihr euch einfach, hey, wisst schon, was ich meine. Naja, wie auch immer. Guten Hunger. Guten Hunger. Einen wunderschönen guten Morgen aus Bärtingen. Guten Morgen, da steht er. Genau, Stellplatz am Wald ist auf jeden Fall sehr gut. Wir müssen mal nach vorne gucken. Lava, lava, lava. Ja, Ausschlag ist auch da, sehr gut. Ja, wir haben sehr, sehr, sehr gut geschlafen hier. Also, es war mega ruhig. Mega also, ruhig. Hast du gar nichts gehört? Überhaupt nichts, so wie sich das gehört. Morgen. Morgen. Und jetzt wollen wir einfach mal hier umherschauen. Aha, das ist ja auf jeden Fall eine Einbahnstraße. Du musst dann ja andersrum raus. Genau, ich kann euch das mal zeigen. So sieht das jetzt hier aus. Den Weg sind wir hochgekommen. Und ja, von links da, wo die Schranke ist, sind wir reingekommen. Genau, das sind Komfortplätze. Richtig. Wobei ich noch nicht ganz erkennen kann, warum das Komfortplätze sein sollen. Aber nein. Ja, sind halt Komfortplätze. Wird halt ausgeschildert. Da ist die Anmeldung. Und das Gebäude ist halt sanitär und so weiter. Genau. Ja, läuft alles hier mit der Karte. Also so wie das standardmäßig ist. Es ist gut, dass die Plätze noch, insgesamt 55 Plätze gibt es hier an dem Platz, Spielplatz auch direkt ums Eck. Also was will man mehr? Der ist auch da vorne. Ja. Da waren auch Plätze, aber da wollten wir uns jetzt nicht hinstellen. Genau. Hier ist noch die Cleaner-Station hier für Fähr- und Entsorgung für diese. Ja, Kassettentoilette, das läuft genau, alles. Genau, kostet 1,50 Euro. Ja. Also dazu bräuchte man dann also nicht theoretisch die Karte, man kann aber die Karte aufladen, dann kann man darüber bezahlen, aber man kann natürlich auch mit Bargeld bezahlen. Genau, und den Bodeneinlass für die Entsorgung natürlich. Ja. Achso, Müll haben wir noch da. So, und jetzt gehen wir Richtung Alter Elbe und schauen uns einfach mal an, was es hier so zu sehen gibt. So, in der Ferne sieht man die Kaliberge. Und natürlich haben wir hier die Elbe geradeaus zu, oder alte Elbe? Das ist die alte Elbe, was wir da sehen. Genau, die alte Elbe. Ja, Hunde gibt es hier auch. Die begrüßen einen erstmal gleich. Aber es ist eine schöne. Natura 2000 Gebiet. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Riesenlandschaft. Das ist ja also unglaublich. Ja, Wetter seht ihr ja, das ist ja. Besser geht's ja nicht. Und wir haben gesehen, hinten. Weiter, das zeigen wir euch nochmal, gab es auch so ein bisschen Radweg und so. Man kann also auch hier ganz gut mit dem Rad fahren. Das ist dann linke Seite weiter. Ja, so, und das sind das Schild, das sind die Hochwasserpegel. Also bis am 14.08.2002 war die Elbe bis hier oben hoch. Ja. Und 2013 sogar noch ein Stück höher. Also das, da kann man sich vorstellen, dass das alles hier überschwemmt war. Genau, und da müsst ihr euch mal überlegen, dass das natürlich ja hier Auslaufgebiet ist, dass die Elbe sozusagen hier sich ausbreiten kann. Wenn sie das nicht kann, ja, dann steigt die Elbe natürlich noch höher. Ne? Aber schön mit den Kieferwäldern und so weiter, alles sandig. Und natürlich im Sommer Waldbrandgefahr. Rauchen ist hier auch verboten. Ja, ich weiß nicht, ob man das eben noch sehen konnte, aber da waren die Rehe. Die sind dann mal eben kurz
über unseren Weg rüber. Hatten wir ja gestern auch, wo wir hergekommen sind, waren es auch drei Rehe. Vielleicht waren es dieselben drei Rehe. Ja, wer weiß. Streuen dann hier vielleicht rum. Naja, das ist das Schöne hier in der Region. Es ist wirklich naturbelassen. Du hast einfach nur Wälder und Wiesen. Es ist so entspannt. Wir haben gerade mal geguckt, also um 5 Uhr, es ist kurz nach 9. So früh waren wir noch nie unterwegs eigentlich, um spazieren zu gehen. Und eine Ruhe gibt es hier. Also hier kommt man runter. Bei den ganzen Stressigen, was man so erlebt in der Woche, hast du hier absolute Ruhe. Was man hier in der Nähe auch noch machen kann, hier kann man wohl Panzer fahren. In Mahlwinkel, also kurz da um Eck, gibt es wohl eine Möglichkeit, Panzer zu fahren. Also für die Leute, die sowas mal machen wollen, gibt es wohl hier auch. Müssen wir mal gucken. Wenn wir Informationen finden dazu, dann werden wir das euch in die Videobeschreibung packen. Und dann lest ihr das auch jetzt gerade unten eingeblendet, ob es da sowas gibt. Ist die Einblendung nicht da, haben wir keine Informationen gefunden. Versprochen zeigen wir euch natürlich noch den Radweg. Da kannst du echt nicht meckern. Er ist schön asphaltiert, also ich glaube, fahren lässt sich hier ziemlich gut. Er ist sogar beleuchtet, genau. Ich weiß nicht, wie weit man jetzt hier hinkommt und wo man genau hinkommt, aber ich glaube, so ein bisschen fahren und so weiter an der Elbe lang, glaube ich, kannst du schon. Ja, wie kommst du vielleicht irgendwann auch. Kann es sein, wir wissen es jetzt gerade nicht. Wir haben hier unsere Roller diesen Urlaub noch nicht mit dabei, weil es einfach noch zu früh ist. Ja, wir haben ja gerade Anfang April. Normalerweise, wenn ich überlege, das letzte Mal waren wir Mitte April zu Ostern unterwegs. Da war es ja schon eindeutig wärmer, hatten wir 18, 19 Grad. Dann hätten wir, glaube ich, die Roller mitgenommen. Jetzt sind wir ein bisschen pussymäßig und nee. Und dementsprechend, ja, kommt einfach mal her mit Rad oder mit E-Scooter und fahrt einfach mal hier lang und schaut, ob hier was Schönes zu erleben ist, und wenn ja, schreibt einfach mal runter unter die Kommentare. So, jetzt kommen wir mal hier zum Automaten. Wie gesagt, Stefan zeigt euch mal kurz nochmal die Strecke. Also ihr kommt von diesem Waldweg, kommt ihr rein, dann haltet ihr hier an, wenn ihr halt nicht reserviert habt. Klickt einfach das an. Es gibt drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Niederländisch. Das heißt, wir wissen, die Niederländer kommen hier gerne dazu. Sie wählen eine Sprache, also ihr wählt eine Sprache. Als erstes würde ich sagen, anmelden. Man kann tatsächlich hier reservieren. Super Sache, wir haben natürlich nicht reserviert. Dann kommt dann von wann bis wann. Hier müsstet ihr einen Tag machen, damit ihr wenigstens einen Tag hier bleiben könnt. Dann übernehmen. Dann schreibt ihr, wie viel Erwachsene man ist. Geht auch weiter. Dann sucht ihr eure Plätze aus. Der Standardplatz kostet 15 Euro in der Saison, in der Nebensaison 10 Euro und der Komfortplatz 20 Euro und in der Nebensaison 15 Euro. Ja, das wählt ihr dann einfach aus. Jetzt zum Beispiel Platz 16 hier, wir sind auf Platz 18, dann seht ihr, die sind auch dann alle nicht vergeben, das ist auch sehr gut. Das bestätigen. So, wenn man eine Gastkarte hat, also man kriegt ja so ein, das ist für die Fäkalienstation, Trockner, Waschmaschine, Dusche, Frischwasser, Strom. Haben wir jetzt alles nicht genommen, weil bei der Fäkalienstation haben wir euch ja gezeigt, das ist ja dieser Automat, da könnt ihr ja auch theoretisch mit Bargeld bezahlen. Also sagen wir jetzt, wir möchten nichts aufladen. Ja, dann müsst ihr alle eure Daten eingeben und dann geht ihr auf Weiter. Dann müsst ihr die Daten von eurem Mitreisenden eingeben, Weiter. Wichtig hier DSGVO akzeptieren und dann könnt ihr halt mit Karte bezahlen oder halt mit Karte bezahlen. Bar geht hier nicht. Gut, dann haben wir das auch und so funktioniert das und wir werden jetzt auschecken. Well, maybe it was fate when you walked in the
happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold. All those little moments, the bites you did catch me looking over your shoulder just at the right time. Those little moments all led me to you, only God. Ja, Gott im Himmel. Steht wieder nicht richtig, was beschrieben. Da dran. Ja, ja. Hat man die Karte nämlich, sollte man hinterher bezahlen. Karte rein. Ja, scheiße, was. Ja. Karte weg. Karte Geld weg. Zurück. Ja, das heißt, Pfand haben wir jetzt hier mal gelassen. Ja, für den Platz ist in Ordnung, haben wir mal ein bisschen mehr bezahlt. Lehrgeld. Finde ich trotzdem nicht in Ordnung. Hätten wir uns auch auf den Komfortplatz stellen können. Ja, ist nun mal so. Können wir ja nicht ändern. Also für euch erst auschecken an dem Automaten und dann entsprechend. Nicht so, wie das da steht. Das ist falsch. Ja. So, wir fahren jetzt, würde ich sagen. Ja, wir haben jetzt 103 Kilometer vor uns, wollen jetzt nach Wusterhausen. Sind gespannt. Soll ein kostenfreier Stellplatz sein. Jetzt müssen wir die 5 Euro irgendwie wieder reinholen hier. Ja. Und da sind wir gespannt, was das wird. Wetter könnte so bleiben, wird ein bisschen bewölkter, das wissen wir schon, aber kein Regen, das ist ja schon immer wichtig. Ja, da sind wir mal gespannt, wo wir jetzt landen werden. Schauen wir mal. Abfahrt. Los geht's. Kommen. Genau, wo sind wir denn, Marcel? In Wusterhausen-Dosse. Ah. An der Dosse-Halle. Hier gibt es nämlich einen kostenlosen Stellplatz. Für 3 Wohnmobile mit Fähr- und Entsorgung. Genau. Ist auch dabei. Mhm. Und wir sind hier in der Nähe vom Klemposee. Also wenn das Wetter trocken bleibt, und das soll es eigentlich, ja, dann werden wir auf jeden Fall da eine Tour nachher hinmachen. Mhm. Denn wenn ich mir das ja, wenn ich das mal aufs Handy zeige, ne, das ist schon, spiegelt zwar ein bisschen, aber. Ja, müsste man aber sehen. Also es ist schon schön. Schon ein Riesensee auf jeden Fall. Länglich. Länglich ist er. Sehr länglicher See. Und da haben wir einfach gesagt, das könnten wir uns ja einfach mal anschauen, ob das was ist. Ob es ruhig bleibt, das werden wir mal sehen, weil natürlich ist hier ein Spielplatz, Halfpipe. Noch sind die Jugendlichen ja am Pennen. Mal wir schauen, werden das sehen, was dann die, was der Arm bringt. Wir müssen jetzt erstmal ein Video schneiden, damit wir da mal zur Rande kommen. Oh, da kommt noch ein Wohnmobil. Da kommt noch ein Wohnmobil. Es kommen jetzt ein paar Wohnmobile hierher. Naja, von daher werden wir nicht mehr ganz alleine hier stehen. So. Aber ist auch gut. Dann würde ich sagen, melden wir uns zum Essen wieder. Richtig. Essen ist fertig. Genau, Wurst ist auf dem Teller, Vorspeise ist auf dem Teller und Toast ist auf dem Teller. Genau, alles, was man braucht. Und ja, ihr seht richtig,
Du isst auch Gemüse, ne? Ja, mal gucken, wie es aussieht. Ist auf jeden Fall gröber. Ja, hast du dir ja gewünscht. Guck mal, ob ich das dann überhaupt dann noch mag. Das wirst du dann sehen. Auf jeden Fall. Lecker Würstchen gibt's als Vorspeise, Nachspeise gibt's dann. Als Hauptgang gibt's dann Schwein. Genau. Ja, und in diesem Sinne stoßen wir an. Auf eine schöne Ostertour. Auf Karfreitag, eigentlich trinkt man da keinen Wein, aber naja. Naja. Zum Wohl. Wie immer. Super. Das Video kommt ja auch Karfreitag nicht raus. Und jetzt Mahlzeit. Mahlzeit. Gegessen haben wir. Das war lecker, aber auch ein bisschen zu viel wieder. Naja. Viel zu viel, wir haben noch was. Dann vielleicht für heute Abend, das werden wir mal schauen. Mhm. Ja, warum auch immer jetzt wieder eine Regenwolke hier aufgetaucht ist, ist nicht nachvollziehbar, aber eigentlich auch überhaupt nicht angesagt. So ist das halt manchmal mit dem Wetter. So haben wir jetzt einfach geschaut, wenn alles gut geht, ist um 16 Uhr das Regenband dann hier vorbei und dann können wir eigentlich raus, weil wir wollten ja noch zum See, wir wollten ja auch mal was uns anschauen. Das ist in der Stunde. In der Zeit werde ich hier wohl noch ein bisschen was schnippeln. Ich werde mein Buch weiterlesen. Mhm. Und ja, dann hoffen wir, dass wir euch gleich wieder uns gleich melden können, wenn das Wetter trocken ist und wir endlich mal hier ein bisschen was von draußen wieder sehen können. Das hoffe ich auch. Bis später. Peter. Du musst die Kamera ausmachen. Der da war jetzt gut fleißig in der Zeit, wo ich mein Buch fast durchgelesen habe. Also es fehlen, glaube ich, nur noch 2-3 Kapitel. Ich habe mich mit Barbara und Frank beschäftigt. Ja, so. Das klingt doof, aber... Aber das Video habt ihr schon gesehen. Jetzt wollte ich gerade sagen, das Video kommt noch. Nein, das Video habt ihr schon gesehen. Genau. Also ich habe es gerade jetzt auch nochmal gegengecheckt, ob alles so drin ist, wie es sein sollte. Ach, das war echt herrlich, muss ich ehrlich sagen. Wenn man da so wieder in die Gedanken da zurückgeht oder in diese Vergangenheit wieder zurückgeht, mit dem Video zu schneiden, ist schon und eine coole Sache. Und da zeigt nochmal, also weil das Wetter ja wirklich genial war, die Wolkensicht, die da war. Ja. Also das Video hat sich gelohnt. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wenn, vielleicht ist es sogar am Ende verlinkt. Das weiß ich aber gerade nicht. Sonst kommt man wirklich in den Landschaftspark Duisburg Nord. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Mhm. Oder halt in Oberhausen, so wie Frank das ja meinte. Und wir hoffen, dass das jetzt hier auch eine Reise wert ist. Wir wollen nämlich jetzt hier nochmal eine Runde spazieren gehen. Genau, zu diesem See, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Irgendein See. Ja, auf jeden Fall ein größerer. Und da wollen wir jetzt zumindest hingehen. Und es ist gerade trocken und deshalb nehmen wir euch mit auf ein paar Bilder hier im schönen Brandenburg. Wishing for the kind of love you see in magazines. The ocean falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Wusterhausen-Dosse. Da ist die Halle. Da ist der Parkplatz, war nicht alleine die Nacht. Es kam tatsächlich noch ein Bayer. Der ist aber relativ früh abgehauen. Wobei früh, wir haben es jetzt schon wieder 10:30. Und ja, ich bringe den Müll weg. Stefan entleert unseren Müll aus dem Magen. Und das ist auch sehr schön, dass das hier alles am Platze ist. Eine Sekunde. So. Ja, hier auf der Seite, das sind alles ganz normale Parkplätze, die halt zu der Halle gelten. Der eigentliche Stellplatz, wie gesagt, der ist größer ausgesetzt, das erkennt man auch eigentlich. Wir waren ein bisschen irritiert, weil alle Wohnmobile, die so gestern kamen, wollten alle woanders sich hinstellen. Warum auch immer, aber naja, es ist wie es ist. Und das ist jetzt hier der Platz,
er ist Asphalt, naja, gepflastert. Auf jeden Fall Strom gibt es hier. Interessanterweise 6. Also scheinbar ist das hier so gang und gäbe. Was haben wir hier? Auf jeden Fall pro Münze 1 Euro gibt es 8 Stunden Strom. Das ist ja mal gar nicht so unwenig. Und dann hier natürlich ganz wichtig die Ver- und Entsorgung, Toilette etc. Das gibt es hier. Ja, und gleich melden wir uns aus dem Van, wenn es weitergeht. Unsere Reise gegen Rostock. Sagst du jetzt auch noch guten Morgen zu denen da? Guten Morgen. Ja, wir haben jetzt alles zusammengepackt. Müll ist weg, entsorgt haben wir auch, damit wir ein bisschen weniger Gewicht natürlich mitschleppen. Das ist das Gute. Momentan konnten wir an jedem Platz. Ich wollte gerade sagen, wenn es die Möglichkeit gibt zum Entsorgen, dann lassen wir das Wasser, was wir beim Duschen und Abwaschen noch benutzt haben sozusagen, lassen wir natürlich dann wieder da. Was richtig gut ist hier in Wusterhausen-Dosse, also A, der Platz ist kostenlos. Ja. Die Ver- und Entsorgung kostenfrei. Also klar, wenn ihr versorgen wollt, Wasser kostet Geld. Das ist ja auch in Ordnung. Strom, wie gesagt, 1,08 Euro für 8 Stunden. Mhm. Bekommt der Strom. Also richtig gut. Und wir haben so ruhig hier geschlafen. Top. Also keine Jugendlichen. Wir wissen natürlich nicht, wenn hier in dieser Dosserhalle irgendwas stattfindet, irgendein, ich sag mal, Sportturnier oder sowas, dann könnte es natürlich ein bisschen dann lauter wird das sein. Aber das ist überall so. Wenn irgendwo was in der Nähe ist, dann geht das. Wir sind auf jeden Fall zufrieden. Gibt es einen Daumen hoch für diesen Platz hier. Und ja, jetzt haben wir 151 Kilometer. Bis zum ersten Stopp. Globus. Wir fahren jetzt auf den Globus rauf. In der Nähe von Rostock. Das ist unser Zielhafen. Eigentlich schon war das erst für morgen geplant. Also wirklich erst Sonntag anzukommen. Aber wir haben uns gedacht, ach, nehmen wir es einfach mal so, wie es ist. Genau. Und wir bringen noch einen schönen Tag an der Warnow vielleicht. Wenn alles gut geht. Genau. Und dann würde ich sagen, melden wir uns, wenn es was zu sehen gibt oder wenn irgendwas, wenn wir am Ziel sind. Ja, genau so war das. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es andersrum. Der bringt einen noch jedes Mal durcheinander. Hast du geheiratet, lebt damit. Ja, ja, ist okay. So, dann wollen wir losfahren, ne? Start the engine. Achso, und natürlich die Top 834 von Radio Hamburg. Ja, die nehmen wir mit. Weil es ist Ostern und dann hören wir immer wieder diese tolle Sache. Und gut ist immer, die aktuellen zu hören, weil die vom letzten Jahr war sehr irritierend. What's been broken? This ain't the first time I'll be drinking you off my mind. Walking down the street, the rain is pouring down. By my feet, I walk into a different sound.